So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute ein paar Tarpaufbau-Varianten, genau genommen zwei, weil ich gebeten worden bin, doch mal dazu ein bisschen was zu erzählen, wie ich denn meinen Tarp am liebsten aufhänge. Das gibt zwar schon 7000 Mal verschiedene Varianten dazu, wie das andere Leute machen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auch nicht das ultimative, super krass, mega tolle System dazu, was irgendwie besser ist als alles andere. Es hat sich einfach im Laufe der Zeit ein bisschen was rauskristallisiert, was mir besonders gut gefällt. Das muss aber nun wirklich jetzt nicht für jeden sein und das muss auch nicht das Beste sein. Und wenn ihr lieber was Komplizierteres zum Beispiel habt, so ein bisschen komplexeren Aufbau, der sogar noch eine Tür liefert, oder fast eine Tür und wirklich nur noch ein kleines Löchlein vorne offen lässt, wo man reinkriechen kann. Da gibt es ja so diamantförmige Aufbauten und solche Späße. Das ist alles ganz, ganz super und mit einem Stock in der Mitte dann und da muss man halt irgendwie um den Stock drumherum beim Liegen. Wenn man zu zweit ist, sowieso kein Problem. Dann kommt der Stock in die Mitte. Ja, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Das kann ich alles gar nicht. Warum kann ich das nicht? Weil ich nicht weiß, wofür ich das brauchen soll. Weil ich mit den bisherigen Aufbaumethoden, nämlich diese zwei, die ich euch jetzt zeige, eigentlich immer was gehabt habe, mit dem ich wunderbar im Tarp übernachten konnte. Bei richtig miesem Wetter, dann wähle ich eine sehr flache Aufbauweise, weil je flacher das Ganze ist, desto geringer ist der Windangriffspunkt. Ja, dann kann der Wind da nichts umreißen und nicht am Tarp groß rumreißen, wenn da überhaupt keine Fläche da ist, an der er angreifen kann. Und wenn das Wetter nicht sehr schlecht ist, ich aber trotzdem einen Regenschutz haben möchte, dann wähle ich eine recht hohe, aber doch ein bisschen wettergeschützte Variante. Also das ist so die rundum sorglos Variante. Bei ein bisschen Wind, bei viel Wind geht die dann halt schon wieder nicht mehr und dann muss man wieder zu Tiefen zurückkehren. Was ich noch als drittes hin und wieder verwende, ich zeige das auch alles gleich, ist das stinknormale Lean-To-Shelter. Das zeige ich nicht, weil das hat jeder schon 17.000 Mal gesehen. Ja, das ist also einfach Leine spannen, obere Enden vom Tarp an Leine festmachen, nach hinten abspannen in den Boden. Das entsteht halt eben von der Seite betrachtet hier so ein Aufbau. Und fertig hat man so einen ganz einfachen Wetterschutz. Bringt der was? Leichter Regen reicht. Für leichten Regen reicht es wirklich, weil was man wissen muss, wenn man gerade im Wald übernachtet, dann kommt der Regen ja immer von oben. Also fast immer. Ich würde mal sagen, in 8 von 10 Nächten mit Regen fällt der Regen wirklich fast mehr oder weniger senkrecht. Und dann hilft auch sowas, weil wenn es da senkrecht drauf tropft, dann hat man hier drunter noch diesen kompletten Bereich hier zur Verfügung, wo man sich und seine Ausrüstung unterbringen kann und lediglich direkt an die Tropfkante möchte man vielleicht nicht kommen. Also da liefert das schon genügend Schutz. Blöd ist bloß nur, wenn dann ein bisschen Wind dazu kommt, der, wenn man es dumm läuft, aus der Richtung hier kommt, dann weht er einem dann halt doch ein wenig den Wind darunter. Das ist blöd, das möchte man nicht haben. Wenn der Wind von hinten kommt, also von hier jetzt, dann weht er einem auch da ein bisschen was drunter. Dann weicht man aber ein Stückchen in die andere Richtung, also jetzt hier in Richtung meines Kopfes, aus. Und wird dann trotzdem nicht nass. Aber man sollte das im Laufe der Nacht bemerken, dass einem gerade zum Beispiel das Schlafsackunterteil voll regnet und man jetzt ein bisschen weiter hochrutschen muss, damit einem das Schlafsackunterteil nicht mehr voll regnet. Besser ist es, wenn einem das Gesicht voll regnet, weil das merkt man in der Regel, dass man dann weiter runterrutschen muss. Ja? Also bei Seitenregen doof, ja? Bei von vorne Regen sowieso doof. Wenn der jetzt allerdings massiv von hinten kommt, an sich ist der Aufbau dann toll, da hat man auch jede Menge Platz drunter. Doof allerdings, wenn dazu noch jede Menge Wind kommt. Weil wenn wir unser komplettes Tarp als Segel aufspannen, dann nimmt das komplette Tarp auch komplett sämtlichen Wind, der von hier kommt, eben entsprechend auf. Und damit wird es sich in der Mitte sehr, sehr stark nach innen durchpusten. Manche Tarps haben in der Mitte auch noch einen Abspannpunkt. Dann kann man damit noch an irgendeinem Baum abspannen. Das verhindert das bis zu einem gewissen Grad. Aber nichtsdestotrotz braucht man dann auch ein stabiles Tarp. Weil wenn da viel Wind kommt und das nimmt allen Wind auf, dann lastet da schon eine ordentliche Kraft an sämtlichen Abspannpunkten am Material selber. Wenn man jetzt ein, keine Ahnung, 40D Ripstop Ultra Krass Tarp hat, also so ein richtig heftiges Ding, was meinetwegen 2 Kilo wiegt, die Plane, das hält das aus. Ja, da kann man das dann so machen. Aber da gibt es auch wieder andere Aufbauten, die dann vielleicht noch mal einen Ticken einfacher zu realisieren sind, sage ich jetzt mal vorsichtig.
beziehungsweise in dieser Situation dann trotzdem nochmal eine bessere Leistung liefern, auch wenn das Tab das mitmacht. Wenn man wie ich mit einem sehr leichten Tab unterwegs ist, dann ist das keine Option, weil da könnte es wirklich passieren, dass einem das Ding kaputt geht und dann bleibt einem nur die Möglichkeit, einen sehr tiefen Aufbau zu wählen, weil da pfeift der Wind einfach übers Tab drüber, hat keinerlei Angriffspunkte, um da wirklich am Tab zu greifen und kann dann auch keinen Schaden anrichten, und gerade bei Sturm und starkem Wind ist das also definitiv eine Variante, die ich bevorzugen würde. Jo. Bei so mittlerem Wetter, wo nicht mit starkem Wind zu rechnen ist, aber mit durchaus ein bisschen Regen, bis hin zu einem ergiebigen Regen ohne Sturm, wähle ich dann so eine hängende Variante. Also quasi, das könnte man so darstellen. Ja? So ungefähr. Das ist dann mein Lieblingsaufbau und das zeige ich euch jetzt einfach mal. So, also, Tarpaufbau ist für mich immer eine relativ entspannte Angelegenheit. Ich sehe das nicht ein, weshalb man sich da unglaublich beeilen muss. Und weil ich eben die Art und Weise des Aufbaus variiere und halt dem anpasse, wo ich gerade einen schönen Lagerplatz gefunden habe. Also hier im Wald gibt es überall welche, ist nicht das Problem. Aber wenn man halt irgendwo ist, wo die Dinger rar sind, irgendwo im bergigeren Gebiet, dann muss man halt den nehmen, den man kriegt und halt mit den Bedingungen klarkommen, die man dann vorfindet. Und deswegen habe ich nicht bereits die Schnüre am Tab dran. Natürlich würde das alles viel, viel, viel schneller gehen, wenn man halt schon vorher die Schnüre schon bereits dran gemacht hat und dann schön zusammenwickelt. Dann muss man das nicht alles tun und das nimmt hier ungefähr, ja, bestimmt 60% der Zeit, die ich insgesamt für den ganzen Tarpaufbau brauche, in Anspruch, dass ich halt einfach sämtliche Schnüre erstmal noch dran machen muss. Ja, ist halt meine Variante, muss man nicht so machen, aber ich habe auch grundsätzlich nie das Bedürfnis, jetzt irgendeinen Wettbewerb im Wer baut seinen Tarp am schnellsten aufzugewinnen, weil bin ja nur ich da, beziehungsweise gegebenenfalls noch Frau, aber dann geht es sowieso schneller, weil dann machen wir es zu zweit. Ja, im Wesentlichen, ich gehe meistens so vor, dass ich erstmal das Ding grob hinhänge, so wie es jetzt eben entsprechend hängt. Dann mache ich mir auf einer Seite die Schnüre fest, das war die eine. Jetzt kommt entsprechend die andere. Und was die Sache auch nochmal zusätzlich ein wenig verlangsamt, ich verwende sehr leichte Schnüre. Das sind nicht unbedingt die am leichtesten zu handhabenden, weil sie halt sehr dünn sind. Stabil sind sie trotzdem genug. Das ist ja auch nicht das Problem bei den modernen Materialien, die man für Schnürchen verwenden kann. Aber ja, das macht es einfach teilweise ein bisschen schwierig, den Knoten reinzukriegen. Hab früher immer super gerne mit Paracord geschafft. Ist von der Haptik her, finde ich, zum Tarpabspannen das angenehmste Material. Aber ist auch vergleichsweise schwer. Also für wen das keine Rolle spielt, dann bitte gerne Paracord verwenden oder irgendwas Vergleichbares. Was ich hier habe, sind Polyamid-Strippen. Jo. Jetzt kommen also auch vorne noch entsprechend welche ran. Ist immer noch eine relativ entspannte Angelegenheit und eine langsame Sache, das Video. Aber ich habe schon eigentlich ganz ordentlich beschleunigt. So, und da machen wir noch eine Strippe dran. Da bist du jetzt halt durch. Oder ihr überspringt das Ganze und geht sowieso einfach gleich zum Ende des Ganzen, wenn es halt steht. Ja, man kann sich ja vorstellen, was es wird. Das ist also jetzt wirklich bloß für diejenigen, die das entweder gerne sehen möchten oder die wirklich noch ein bisschen unerfahren sind im Bereich Tarpieren. Schnüre erstmal grob abspannen, also schon mit Pover und ordentlich und grundsätzlich so circa im 45 Grad Winkel zur Ecke vom Tarp. Ne? Also dass das so, ja, das ist glaube ich meistens das Beste, wenn das dann geht, wenn da jetzt nicht gerade ein Baum steht oder sowas. Und dann hinterher nochmal nachspannen. Das mache ich hier jetzt gerade, beziehungsweise da war der Knoten etwas suboptimal und deswegen musste ich den noch verbessern. Und da spannen wir jetzt auch nochmal nach und dann haben wir es auch. Muha, so, also, das hier ist jetzt mein All-Time-Favorite sozusagen Aufbau, sofern man mich noch halbwegs erkennen kann. Das Schöne ist halt einfach, man hätte es noch ein bisschen höher machen können, muss aber auch nicht. Das reicht mir für meine Zwecke normalerweise vollkommen aus. Man hat eine gewisse Kopffreiheit, man kann also problemlos sitzen, man kann sich hier jetzt umziehen, man kann Oberbekleidung wechseln, Unterbekleidung wechseln, man hat bei einem langen Tarp nach hinten jede Menge Platz.
Ich persönlich mache es gern so, dass ich, wenn ich merke, woher der Wind kommt, nachdem ich eine Weile liege, ja, so einen ganz leichten Windzug gibt es ja immer, dann mache ich so, dass ich meinen Kopf in Windrichtung lege, also so, dass der Wind zuerst bei meinem Kopf ankommt, damit ich es mitkriege, wenn sich beim Wind, beim Wetter, was grundlegend verändert, ja. Und ich lege mich auch gerne mit dem Kopf so ein Stückchen weit, also angenommen, der Wind kommt jetzt von euch, von der Kamera, dann würde ich mich so ein Stückchen weit schon so weit in Richtung Giebel vorbewegen, dass ich, wenn jetzt massiv mit Wind Regen aus der Richtung kommen würde, den auch abbekomme, damit ich es merke. Ich habe dann ja noch jede Menge Platz, um nach hinten auszuweichen, aber dann weiß ich einfach, was Sache ist, was den Regen angeht. Kommt der Regen von da? Keine Chance, ja. Dafür hängt das Ding dann doch zu niedrig. Da müsste er schon senkrecht kommen, dass da nennenswert was unter das Tarp drunter kommt. Und da reichen wirklich 10 cm Sicherheitsabstand unter der Kante vollkommen aus. Da kann man also sein Zeug problemlos deponieren, ohne dass da irgendwas nass wird. Gleiches gilt logischerweise auf der anderen Seite, also wenn der Wind von da kommt, genau das gleiche Prinzip. Und dadurch, dass das ein 2x3 Meter Tarp ist, was ich hier habe, habe ich hier also jede Menge Länge, wenn auch nicht so viel Breite. Aber es soll ja auch ein Ein-Personen-Tarp sein. Wenn man 2 Personen unterkriegen möchte, dann nimmt man, würde ich jetzt grob empfehlen, ein 3x3 Meter Tarp, dann hat man einfach noch ein bisschen mehr Breite, wenn man jetzt sich zum Beispiel für so einen Aufbau entscheidet. Und das ist so mein Standardaufbau bei Wetter, das durchaus mit Regen, also wenn ich mit Regen rechne. Ja? Wenn ich überhaupt nicht mit Regen rechne, wenn ich mir sicher bin, es wird nicht regnen, dann brauche ich überhaupt keinen Tarp, schlicht und ergreifend. Ja? Aber wenn ich mit Regen rechne dann, und der nicht allzu heftig wird, dann das hier eben mein Standardaufbau. Man kann in der Mitte mit der Mittelschlaufe das Ganze auch nochmal abspannen, wenn man jetzt nicht so wie ich bei Vorzeigeeffekt die Mittelschlaufe leider innen hat. Ich habe es jetzt falsch rum aufgehängt. Die Innenseite ist außen und die Außenseite ist innen. Das ist per se nicht dramatisch. Beide Seiten sind gleichermaßen wasserdicht, zumindest bei diesem Tarp. Nur habe ich jetzt halt die Dachschlaufe innen und könnte mir jetzt da zwar wunderbar eine Lampe dranhängen oder ähnliches, aber zum nach oben hin abspannen ist jetzt eher schwierig. Wenn man es nach oben abspannen möchte, dann braucht man an der entsprechenden Stelle aber auch einen geeigneten Ast. Hat man nicht immer. Ne? Kann man also machen, muss man nicht. Mit genug Zug, mit genug Spannung, mit vielleicht, wenn man, bevor man wirklich schlafen geht, nochmal aufsteht, um eine Stange Wasser in den Wald zu stellen. Entschuldigung. Bevor man das tut, kann man ja vielleicht eventuell nochmal vor allen Dingen diese Linie hier, die Ridge Line in Englisch, weiß immer nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt, kann man die auf jeden Fall nochmal nachziehen. Dann ist da also nochmal gut Spannung drauf und dann hängt da auch nichts durch. Wenn es nass wird hingegen, dann hängt schon was durch, weil das Ding hier ist aus Silnylon, wie fast jedes Tarp auf dem Markt. Und Silnylon dehnt sich, wenn es nass wird, ein bisschen aus. Nicht arg, aber doch ein bisschen. Genug, dass die Spannung nachlässt. Das heißt, es kann einem passieren, dass wenn man nicht möchte, dass das Ganze durchhängt, dass man nachts mal aufstehen muss oder nachdem das Ding halt gut nass geworden ist. Wenn es mal nass geworden ist, dann ist es egal, ja, weil noch nasser wird es nicht. Irgendwo ist dann die Grenze erreicht, die maximale Dehnungsfähigkeit. Und da muss man es noch einmal nachspannen und danach kann man dann gemütlich durchschlafen die komplette Nacht. Also wenn es schon regnet, bevor man überhaupt schlafen geht, ist es gut, weil dann spannt man nochmal nach, bevor man schlafen geht und dann kann man auch durchschlafen. Ne? So, ja, ist selbsterklärend. Ne? Platz ist hier jede Menge, wirklich überhaupt kein Thema. Und mein persönlicher, so durchschnittliche Tage Lieblingsaufbau eben. So, und das Tolle ist jetzt, insbesondere wenn man diesen Aufbau gewählt hat, dass man, wenn man liegt, in alle Richtungen rausgucken kann. Das ist ganz praktisch, gerade wenn man sich noch eine gesunde Portion Vorsicht bei Waldübernachtungen bewahrt hat. Es mag ja Leute geben, die sagen, oh, das ist mir so, da kommt nie irgendwas Interessantes. Ich für meinen Teil, ich habe keine Angst mehr. Das ist vorbei. Aber was ich habe, ist ein Interesse, was um mich herum so vorgeht und einen gewissen Respekt vor dem, was um mich herum so vorgeht. Weil es könnte ja doch mal sein, dass irgendjemand oder etwas
zu Besuch kommt, worauf man reagieren möchte. Ja? Und dann mag ich es halt, dass ich hier eben in der Höhe, wie das jetzt hängt, auf alle Richtungen, in alle Richtungen problemlos rausgucken kann. Also wenn ich ein Geräusch höre, und das ist auch nochmal wichtig, ja? Man kann Geräusche auch korrekt zuordnen. Ein Geräusch, das auf dem Waldboden erzeugt wird, wird dann die Akustik quasi den Waldboden entlang unter meinen Tarp und nicht erst um meinen Tarp drumherum. Weil es kann sehr, sehr täuschen, wenn man zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel der Vogel hier außen piept, ja, da irgendwo auf meinem Tarp, ja, dann höre ich das Piepen zwar natürlich auch durch den Stoff, aber auch um den Stoff drumherum. Und das macht schwierig, eine Quelle des Geräuschs zu orten, ja, akustisch, dass man ungefähr weiß, woher es kommt. Und deswegen finde ich das einfach praktisch, wenn du hier rundum offen hast, das ist auch aus rechtlichen Gründen wieder interessant, weil dann kann es kein Zelt sein, weil es ist ja rundum offen. In dem Fall kann man also wunderbar eben zuordnen, wenn ein bodennahes Geräusch entsteht, zum Beispiel Wildschwein, das vorbeikommt, dann hört man das auch und dann weiß man auch grob, aus welcher Richtung es kommt und dann kann man da problemlos eben drunter durchschielen. Man kann auch mit der Taschenlampe unten drunter durchleuchten, wenn man das dann tun möchte. Das mache ich ganz, ganz, ganz selten mal. Aber wenn wirklich die Rotte Wildschweine kommt, leuchte ich sie schon meistens an, weil ich sie ja sehen möchte. Und also das sind so im Wesentlichen die Vorteile. Also prima Wetterschutz, prima auch Luftzirkulation. Das ist dann interessant, wenn man nicht möchte, dass sich Kondenswasser am Tarp bildet. Kondenswasser ist deswegen, weil man hier drin ja atmet und entsprechend Feuchtigkeit abgibt. Die steigt zur Decke. Dann ist das Tarp möglicherweise ein bisschen, und kondensiert halt einfach am Tarp, ne, weil das Tarp kühl ist. Und dann kondensiert eben der Wasserdampf, den wir beim Atmen ausgeben und da am Tarp. Und als sei denn, es geht genügend Wind hier drunter, und das ist bei diesem Aufbau definitiv der Fall, dann wird die Atemluft meistens, bevor sie am Tarp kondensieren kann, auf der anderen Seite raus oder da vorne raus oder da hinten raus oder wo auch immer raus transportiert, bevor wir da also Kondenswasser kriegen. Das ist also auch nochmal ein großer Vorteil. Ohnehin Kondenswasser bei Tarp selten ein wirkliches Problem. Schlimmstenfalls ist am nächsten Morgen das Ding ein ganz kleines bisschen feucht und man muss dann halt beim Aufstehen gucken, dass man nicht allzu sehr drin hängt. Aber man kann das ja beliebig auch noch einen Ticken höher machen, ja? Oder einen Ticken tiefer. Aber im Grunde wurscht, jetzt 20, 30, 40 cm Höhendifferenz, es bleibt immer der gleiche Aufbau. Ungefähr so ist das Prinzip. Benötigt 4 Heringe, 2 Bäume oder Stöcke. Man kann natürlich auch Trekkingstöcke nehmen, man kann normale Stöcke aus dem Wald nehmen. Fertig. Ne? Mehr gibt es dazu im Grunde echt nicht zu sagen. Das sind so die wesentlichen Vorteile. Es ist halt nicht windgeschützt. Das ist es nicht. Also man liegt, wenn Wind geht, dann kriegt man den auch ab im Schlafsack. Und wenn sehr, sehr, sehr viel Wind geht, dann ist das Ganze auch nicht besonders windstabil. Da muss man sich auch ein gewisses Maß Sorgen um seinen Tarp machen. Das heißt, da muss man jetzt, darf man also dann nicht sagen, das Wetter wird jetzt beschissen, ich krümel mich hier zusammen und hoffe, dass alles gut ausgeht. Sondern das ist grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Lebens Outdoors. Wenn man sich zusammenkrümelt und hofft, dass alles gut ausgeht, dann überlässt man sich dem Wetter. Ja, und das sollte man nicht tun. Man sollte dann schon noch mal reagieren, wenn das Wetter schlechter wird. Und das ist ja auch mal ein großer Vorteil eben dieses Aufbaus, dass man aus dieser Variante ganz schnell einen super sturmstabilen Aufbau machen kann. Und da zeige ich euch schnell, wie das geht. Aller jetzt. So, folgendes. Also der Umbau ist wirklich super, super simpel. Dafür muss man nämlich im Prinzip bloß hier am Baum losmachen. Oder machen wir direkt am Baum. Dann die beiden Heringe ziehen. Und statt das jetzt die Ecken mit der Schnur abzuspannen, spannen wir jetzt die beiden Ecken direkt auf den Boden. Ne? Zack. Einmal. Man muss ein bisschen gucken, dass das dann auch gerade halbwegs symmetrisch ist.
zweimal. Wuppdiwupp. Und schon haben wir, hoppla, hinten keine Möglichkeit mehr, dass es uns da reinregnen kann. Ja? Und im Grunde, wenn das, je nachdem wie schlecht das Wetter jetzt ist, reicht das hier schon vollkommen aus. Ja? Es kann uns also hinten nicht mehr reinregnen. Der untere Bereich vom Rand ist jetzt viel tiefer. Da kann es auch nicht mehr wirklich reinregnen. Da geht auch nur noch ein bisschen Wind höchstens unten rein. Und hier vorne haben wir immer noch eine gewisse Windzirkulation. Und das ist gut. Warum will man eine Windzirkulation haben? Naja, wenn der Wind drunter pfeifen kann und auf der anderen Seite gleich wieder rauspfeifen kann, dann reißt er einem auch nicht allzu sehr am Tab rum. Ja, es kann aber sein, dass der Wind noch schlimmer wird. Übrigens hat man dann das Pech, in einer Nacht im Walde zu hocken, in der man rein vernunftmäßig, und das sage ich jetzt wirklich ganz ernst und ganz ehrlich, rein vernunftmäßig packt man dann zusammen oder geht einfach nach Hause und holt, wenn das Wetter besser geworden ist, den Rest seiner Ausrüstung. Aber wenn der Wind so stark wird, dass so ein Aufbau von einem Tarp nicht mehr reicht und der Wind einem das Tarp wegzureißen droht, dann ist der Wind schlicht und ergreifend auch so stark, dass er schon Bäume umfallen lassen kann, ja? Oder zumindest große Äste runterfallen lassen kann, und das ist lebensgefährlich, und zu diesen Windgeschwindigkeiten hat man im Wald nichts zu suchen. Also das Vernünftigste wäre nach Hause gehen. Ja? Wenn man aus irgendwelchen Gründen nicht nach Hause gehen kann oder nicht will, weil man blöd ist, so wie ich. Ich hatte sowas also auch schon durchaus im Walde übernachtet, wenn es dann entsprechend windig wurde. Aber man macht sich schon Gedanken und man guckt schon das eine oder andere Mal unterm Tarp hervor in die Baumkronen und sieht sie schwanken, gegebenenfalls sogar sehr. Und man fragt sich schon, ob man korrekt den HD-Wert der entsprechenden Bäume berechnet hat, der eben eine Auskunft dazu gibt, wie sturmstabil die nun sind oder nicht. Dazu hatte ich schon Videos gemacht, müsst ihr euch dann gegebenenfalls noch selbst zusammen googeln. Also man macht sich schon seine Gedanken, das tut man ja. Also empfehlen würde ich das wirklich nicht, aber realistisch betrachtet kann man auch nicht immer ganz ausschließen, dass es nicht vielleicht doch mal irgendwann dazu kommt, dass man so eine Nacht im Walde wirklich verbringt. So, wenn es also jetzt noch schlimmer wird, ja, dann haben wir hier vorne ja immer noch mehr Potenzial, um da noch weiter runter zu spannen. Ja. Das heißt, wir nehmen einfach hier wieder die Heringe raus. Man muss dann auch nachts nicht nach Heringen suchen, weil man weiß ja, wo sie sind. Sie sind am Ende der Schnur, ne? Und die Schnur ist zu diesem Zeitpunkt ja noch gespannt. Und einfach die Ecke. Und einfach die Ecke direkt runterspannen. Zack. Und jetzt geht nämlich auch kaum noch, ein bisschen was geht immer, aber kaum noch Wind unter das Tarp. Das gleiche macht man auch auf der anderen Seite. Vorführeffekt, ne? Natürlich am Tarp festmachen. Jetzt geht ja auch gerade kein Wind, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn kein Wind geht. Zack, zack und schön tief rein. So und fertig. Und jetzt haben wir einen wirklich engen Tunnel als unser Tarp. Aber, auch ohne dass ich mich da jetzt reinzwänge, ist klar, dass ich da kaum reinpasse, aber wettergeschützt ist das. Ja, und kein Sturm der Welt reißt einem das noch weg. Das ist so niedrig, das hat einfach keine Windangriffsfläche und da muss man sich dann wirklich keine Sorgen mehr machen. Also rein vom Wind her und auch bei stürmendem Regen, wirklich peitschendem Regen, da geht dann nichts durch. Das ist also eine sehr, sehr, sehr sichere Geschichte. Vom reinen Wetterschutz her so gut wie ein Zelt. Ja? Außer man war so blöde und die Öffnung hier ist die Windrichtung. also da, ne? Die Öffnung da hinten, ja, da, hier,
Da, jetzt sieht man es. Jetzt zeige ich zum richtigen Ort. Genau. Ja, das wäre schon. Aber dann macht man das gleiche andersrum. Ja? Das gleiche Spielchen, was ich jetzt gerade gemacht habe, nur halt eben mit der Seite, die halt eben die Windrichtung am ehesten hat. Ja? Es reicht ja auch am ehesten aus. Es muss ja nicht perfekt sein. So, natürlich kann man jetzt die anderen Abspannpunkte, wie diesen hier, jetzt auch noch abspannen. Dann hat man natürlich noch mal ein bisschen zusätzliche Sicherheit. Aber ist, also wenn man jetzt nur einen Tarp hat mit vier an den Ecken, nur vier Abspannpunkten plus den beiden Dingern an den Längsseiten, wo man dann halt noch die Schnur für an den Baum festmachen, dran hat, dann würde es auch funktionieren. Also dieser hier, der ist nützlich und ich bin froh, dass der dran ist und ich benutze den auch. Aber wirklich unbedingt brauchen tut man den nicht. Ja? Aber das Schöne ist, man kriegt auch diese Falte hier nochmal mehr raus. Seht ihr? Ne? Und weniger Falte bedeutet auch wieder weniger Windangriffsfläche. Das heißt, je faltenfreier man das Ganze aufbaut, desto sicherer übernachtet man letztendlich. So, jetzt sitze ich auch gemütlich. Ja, das ist im Grunde der ganze Zauber. Also ich benutze den Basisaufbau, wenn ich weiß, es wird ein bisschen schlechtes Wetter geben, hatte ich ja schon erzählt. Und sollte das Wetter schlechter werden als erwartet, springe ich schnell raus. Schlimmstenfalls halt auch während es regnet und vorzugsweise, das ist auch nochmal wichtig, ja, rausspringen, man lag ja möglicherweise schon vorher im Sack, dann hat man nicht mehr so viel Klamotten angehabt. Ich mache es jetzt so, dass ich nicht noch vorher großartig Regenklamotte anziehe und irgendwie noch Wetterschutz versuche mir anzuziehen, bevor ich darunter hervorkrieche, sondern ich springe, na sag ich mal, möglichst leicht bekleidet, was ich halt gerade anhatte im Schlafsack, viel ist es ja meistens nicht, springe ich eigentlich eher raus, so wie ich bin, mache das ganz schnell, gehe dann wieder rein, habe dann gegebenenfalls die eben noch für den Schlafsack geeigneten Klamotten jetzt zwar feucht, aber dann ziehe ich die halt einfach aus, reibe mich damit dann wieder trocken, soweit das geht. Das ist alles nicht schön, das macht wirklich keine Freude, wenn man das machen muss. Aber manchmal muss es wirklich schnell gehen und wenn einem wirklich der Sturm einen überrascht, das habe ich auch schon erlebt, dann hat man wirklich keine Zeit, da sich jetzt noch aus dem Schlafsack raus in die Regenhose beispielsweise, in den Regenjacke noch reinzupopeln oder ein Poncho überwerfen, ist im Sturm sowieso sinnlos. Dementsprechend wirklich so wie man ist, raus, Tarp sichern. Schnell, also schnell, aber konzentriert. Das Dümmste, was einem passieren kann, ist, dass man meinetwegen, keine Ahnung, 20 Sekunden kürzer braucht und 20 Sekunden weniger durchgeweicht ist. Wenn das Wetter geeignet ist, um einen in der Zeit durchzuweichen, dann weicht es einen in 20 Sekunden durch, es weicht einen in 15 Sekunden durch und manchmal reichen auch 10 Sekunden, dass man auch schon durchgeweicht ist. Das heißt also, egal wie schnell man das macht, durchgeweicht ist man trotzdem. Das heißt, man kann also ruhig, meiner Meinung nach, lieber angemessen flott, aber konzentriert arbeiten, dass man also keinen Fehler macht und jetzt nicht irgendwelchen Scheiß baut, dass einem zum Beispiel das Tarp noch halb wegfliegt bei der ganzen Aktion, weil man ja zum Beispiel die hintere Verankerung, das könnt ihr jetzt wieder nicht sehen, aber die hintere Verankerung, die löst man ja kurzzeitig komplett, ne? Hinten, wo es jetzt tief ist. Und da muss man schon aufpassen, dass einem in dem Moment nicht das komplette Tarp so weit zur Seite fliegt, dass sämtliche Sachen, die man unterm Tarp hat, man hat ja auch noch Ausrüstung, insbesondere den möglicherweise noch halb offenen Schlafsack, aus dem man gerade rausgekrochen ist, da will man bestimmt nicht, dass es da im Tarp volle Kanne reinregnet. Deswegen ja, vorsichtig sein beim hinteren Tarp runtermachen, das erstmal festmachen. Man kann auch, wenn man noch einen hehrigen Griff bereit hat, oder ohnehin gar nicht einen Baum benutzt hat, sondern einen Stock und dann über den Stock abgespannt und dann demzufolge noch einen dritten Hering da hinten irgendwo steckt. Dann kann man erstmal die Mitte festmachen. Ne? Also ich habe das jetzt nur mit zwei Heringen hinten festgemacht, aber in der Mitte habe ich ja auch noch eine Abspannmöglichkeit und da hätte man den mittleren zuerst festmachen sollen, wenn man dann da gerade noch einen dritten eben griffbereit hat und dann erst die beiden Ecken nach links und rechts abspannen. Einfach damit man möglichst sicherstellt, dass der Schlafsack, weil der ist das, was einem das Leben rettet, im Zweifelsfall, wenn es wirklich kalt wird und nass, dass der Schlafsack auf jeden Fall trocken bleibt. Also da wirklich, das habe ich einmal falsch gemacht und ich habe es bereut,
da wirklich konzentriert arbeiten. Lieber selber nass werden und dann unter das Ding kriechen, dann mit den nassen Klamotten eben einen noch ein bisschen selber abrubbeln und dann in den warmen Schlafsack rein. So ein bisschen Feuchtigkeit verträgt auch ein Daunenschlafsack. So ein kleines bisschen Klammerkörper ist wirklich nicht weiter dramatisch. Und hoffen, dass man einen warm genugen Schlafsack dabei hat. Das wäre doch das nächste Problem. Sonst wird es wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Das wünsche ich niemandem. Ja. Aber wenn man bei so einem Wetter draußen unterwegs ist, dann weiß man hoffentlich auch, worauf man sich eingelassen hat. Und ohnehin haben wir ja mit unseren heutigen Wettervorhersagemöglichkeiten relativ gute Chancen, dass man gerade bei einem Tapieren bei uns im Wald eigentlich immer vorher weiß, mit welchem Wetter man zu rechnen hat. Also das ist ja wirklich nicht die Schwierigkeit. Sonst hat man wahrscheinlich sowieso sein Handy dabei, dann kann man unterwegs nochmal auf dem Handy gucken, was für ein Wetter kommt heute Abend. Und wenn man jetzt merkt, scheiße, wollte ich drei Tage unterwegs sein, jetzt kriege ich totales Mistwetter und habe es vorher nicht gewusst, dann kann man immer noch rechtzeitig, bevor dann eben diese entsprechende Horrornacht oder aufregende, spannende Action-Adventure-Nacht, je nachdem, wie man das sehen möchte, hereinbricht, kann man vorher noch rechtzeitig den Wald verlassen. Ja, aber ich möchte wirklich nochmal ausdrücklich davor warnen, bei starkem Wind im Wald zu übernachten. Eine Möglichkeit ist, wenn man zum Beispiel nicht bis zur nächsten Siedlung kommt oder nicht nach Hause gehen kann oder sich nicht ein Taxi rufen kann oder ne, was auch immer, wenn man wirklich outdoor bleiben muss. Dann besteht die sicherste Option, wenn wirklich so ein großer Sturm aufkommt, einfach im Verlassen des Waldes diesen Tarpaufbau nochmal auf einer Wiese durchführen, wirklich schön niedrig da drunter kriechen und irgendwie die Zeit überstehen, bis der Sturm vorbei ist. Ja? Weil auch auf einer Wiese ist das durchaus eine stabile Angelegenheit. Natürlich braucht man auf einer Wiese dann irgendeinen Stock, mit dem man es hochspannen kann. Das kann ein Trekkingstock sein, das kann ein Stock aus dem Wald sein und so weiter. Ja. Das funktioniert natürlich alles nur, wenn man den Sturm rechtzeitig bemerkt und überhaupt noch Zeit hat zum Umziehen. Ja. Dass man seine Ausrüstung nochmal wasserdicht verpacken kann, um rauf auf die Wiese zu kommen und so weiter und so weiter. Ich für mich habe auch festgestellt, um das nochmal kurz als letzte Schlussweisheit in Anführungszeichen mitzugeben. Für mich hat sich's immer als sinnvoller herausgestellt, vielleicht im Zweifel wirklich noch eine Minute abzuwarten und noch eine Minute lang zu überlegen, was genau ist jetzt der Plan? In welcher Reihenfolge macht man jetzt was? Jetzt erstmal raus aus dem Schlafsack. Okay, Frage. Ziehe ich Schuhe an? Ziehe ich keine Schuhe an? Wenn ja, wo sind denn eigentlich meine Schuhe, bevor ich jetzt anfange rumzukuscheln? Wo liegt meine Taschenlampe, bevor ich anfange rumzukuscheln? Hoffentlich da, wo sie immer liegt. Da hat man hoffentlich einen festen Ort, wo man genau weiß, da ist meine Taschenlampe und solche Späße. Ne? Dann, welche Reihenfolge gehe ich jetzt beim Tarp vor? Habe ich noch irgendwelche Mitreisenden, die zusätzlich noch unterm Tarp liegen? Wenn ja, dann mögen die bitte hoffentlich dabei helfen, dass das Tarp nicht wegflattert, während man eben die Aufbauart ändert und können dann innen da gegebenenfalls noch ein bisschen was festhalten. Und wenn es nötig ist, ja, wenn es nicht nötig ist, dann reicht es, wenn einer sich eben rausbegibt, entsprechend in die Kälte. Und ja, und eben auch diese Strategie, gehe ich mit möglichst wenig Klamotten raus, ziehe ich mir vorher noch was Warmes an. Wenn es zum Beispiel nicht so akut ist, dann kann man sich auch nochmal schnell die Regenjacke überwerfen, damit man eben seinen Schlafshirt beispielsweise nicht allzu nass macht. Ja, ist dann auch eine Option. Also es hängt immer davon ab. Im Zweifel wirklich noch eine Minute Zeit nehmen, vielleicht auch zwei, zum Überlegen, genauen Plan machen, sich dann auch genau an den Plan halten und dann klappt es meiner Erfahrung nach deutlich besser, als wenn man einfach nur schnell ist. Jo, das also so die meine Erfahrungen zu Tarpübernachtungen. Ne? Andere Aufbau, es gibt ja noch zig verschiedene andere Möglichkeiten, einen Tarp aufzubauen. Das kann man alles machen, überhaupt kein Problem. Wer was anderes besser findet, bitte gerne, aber das ist mein Favorit. Meine Favoriten, wie man es nimmt. Ich bedanke mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal.